Jeder Polizist weiß, was ein Nafri ist und jeder Polizist sieht das auch als ganz objektive Bezeichnung für einen bestimmten Personenkreis. Und das hat nichts mit Rassismus und das hat auch nichts mit beleidigenden Äußerungen zu tun. Die Kölner Polizei stand nach der Silvesternacht 2015/2016 in der Kritik, nicht präsent genug gewesen zu sein. Ein Jahr später ist die Polizei nun wegen der gezielten Kontrollen von nordafrikanisch aussehenden Männern Rassismusvorwürfen ausgesetzt. Wie bewerten Sie das Vorgehen? Also das Vorgehen war genau der Lage angepasst. Die Einsatzkonzepte vom Kölner Polizeipräsidenten Matthies und von dem für Nordrhein-Westfalen zuständigen Bundespolizeipräsidenten Wurm waren genau der Lage angepasst und es war auch richtig und es war auch sehr erforderlich, die entsprechende Anzahl von Polizistinnen und von Polizisten bereitzuhalten. Denn ansonsten wäre es in der Silvesternacht wieder zu den gleichen Vorfällen gekommen, die wir ein Jahr vorher schon zu beklagen hatten. Wird mit dem Vorgehen der Polizei aber nicht eine ganze ethnische Gruppe diskriminiert? Nein, das wird es definitiv nicht. Es ist nur so, wenn sich über 1000 Leute aus einer ethnischen Gegend, eben halt Nordafrikaner, zu Straftaten verabreden, wie wir es ja im Vorfeld auch schon bereits erkannt haben, dann müssen wir gegen solche Gruppen vorgehen. Es handelte sich hier eben halt nicht um das Täterprofil eines 60-jährigen Grauhaarigen oder einer Familie. Und so sind eben halt auch Familien, auch aus Nordafrika, selbstverständlich durch die Kontrollen durchgelassen worden. Aber es handelte sich hier um das Täterprofil eines jungen Mannes mit nordafrikanischer Herkunft. Und wenn die in Massen dort anreisen, dann müssen die auch mit Masse kontrolliert werden und keine andere. Der Polizei wird ja immer wieder sogenanntes Racial Profiling, also polizeiliches Vorgehen aufgrund ethnischer Merkmale, vorgeworfen. Das ist rechtswidrig. Es scheint aber, als hätte die Kölner Polizei genau das in der Silvesternacht angewandt, oder nicht? Nein, die Kölner Polizei und auch die Bundespolizei hat kein Racial Profiling angewandt. Das ist uns auch fern, diese Verfahrensweise. Wir müssen auf ein Täterprofil entsprechend reagieren. Und wenn das Täterprofil nun einmal so aussieht, dass es sich überwiegend um junge Männer, junge alleinreisende Männer aus nordafrikanischen Staaten handelt, dann ist das genau unser Täterprofil, was wir zu kontrollieren haben. Es geht um das Verhalten und um auf das polizeiliche Erfahrungswissen, wonach wir unsere Kontrollen einstellen. Ein Tweet der Kölner Polizei, in dem Nordafrikaner als Nafris bezeichnet worden, hat außerdem für Empörung gesorgt. Mittlerweile hat die Polizei ihr Bedauern darüber ausgedrückt. Was sagen Sie, darf man Nordafrikaner so bezeichnen? Es handelt sich hierbei um eine Abkürzung für nordafrikanische Intensivstädter. Nafri ist weder eine Beleidigung, es ist kein rassistischer Ausdruck, sondern es ist lediglich eine Abkürzung für nordafrikanische Intensivstädter. Wir sagen ja auch Briten und nicht Großbritannier. Von daher gesehen sehe ich da überhaupt kein Problem in der Abkürzung Nafri. Es ist ein Polizeijargon und das kann im Eifer des Gefechtes natürlich auch mal nach draußen dringen, auch wenn es vielleicht draußen niemand versteht. Jeder Polizist weiß, was ein Nafri ist und jeder Polizist sieht das auch als ganz objektive Bezeichnung für einen bestimmten Personenkreis. Und das hat nichts mit Rassismus und das hat auch nichts mit beleidigenden Äußerungen zu tun. Die Polizei konnte mit ihrem massiven Aufgebot in diesem Jahr Straftaten verhindern. Werden wir in Zukunft häufiger mit einer solchen Polizeistrategie konfrontiert sein? Solange sich in der politischen Lage nichts ändert und wir zum Beispiel diese ganzen abgelehnten Asylbewerber, die hier immer wieder durch Straftaten auffallen, nicht abgeschoben bekommen und weiterhin diese Leute sich hier in Deutschland frei bewegen und sich zu solchen gemeinsamen Straftaten verabreden können, werden wir in der Tat mit massivem Polizeiaufgebot bei allen öffentlichen Veranstaltungen zukünftig rechnen müssen. Das große Problem, was dahinter steht, ist nur, wir haben gar nicht so viele Polizisten, um immer mit einem solchen Aufgebot, wie wir das in der Silvesternacht aufgeboten haben, hier entsprechend reagieren zu können. Hier ist jetzt die Justiz und vor allen Dingen die Politik gefragt, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, damit wir Intensivstraftäter hier überhaupt nicht mehr frei rumlaufen haben, sondern entsprechend abschieben können. Und wenn sie nicht direkt abgeschoben werden können, dann müssen sie so lange in Abschiebehaft genommen werden.